Moin Leute, heute soll es ums Thema Zündung einstellen mittels Zündlichtpistole oder Zündlichtstroboskop oder Stroboskoppistole, wie auch immer man das Ding nennen mag, gehen. Ob das Sinn macht, warum man das machen kann, und ich würde sagen, damit fangen wir gleich an. So, ich habe jetzt die Zündung grob auf meinen Zündzeitpunkt eingestellt. Und was wir jetzt machen müssen, damit wir überhaupt abblitzen können, beziehungsweise der Sinn dahinter ist folgender. Man hat zwei Abrissmarkierungen bei jeder Zündung. Und zwar hat man einmal eine Abrissmarkierung, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, eine Abrissmarkierung auf dem Polrad, die sieht so aus, und eine Abrissmarkierung hier hinten an der Grundplatte, die sieht so aus. Bei manchen Motoren hat man auch noch eine Abrissmarkierung am Motor. Das heißt, wir stellen unsere Zündung so ein, dass die Abrissmarkierung beim Zündzeitpunkt von dem Polrad und von der Grundplatte übereinander stimmen oder übereinander liegen. Somit sind wir komplett auf die Abrissmarkierung oder auf die Genauigkeit der Abrissmarkierung von der Zündung abhängig. Das heißt, bei jeder Zündung oder bei jedem Bauteil gibt es Fertigungstoleranzen und auch Abweichungen. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass unsere Abrissmarkierung auf der Grundplatte um einige Millimeter verschoben ist. Was so viel bedeutet, da wir unsere Zündung auf den Zehntel Millimeter genau einstellen, also Zündzeitpunkt wie zum Beispiel 1,4 Millimeter vor oberem Totpunkt, heißt, wir stellen die auf ein Zehntel Millimeter genau ein. Wenn jetzt die Abrissmarkierung um ein, vielleicht auch 2 Millimeter auf der Grundplatte verschoben ist, bedeutet das, dass die Zündung nicht zu unserem gewünschten Zeitpunkt zündet, sondern früher oder später, je nachdem in welche Richtung das verschoben ist. Der Sinn jetzt hinter einer Ablitzpistole ist folgender. Man macht sich unabhängig von den Abrissmarkierungen an der Zündung, beziehungsweise von einer. Die andere kann man benutzen, allerdings ist es da dann egal, ob Abweichungen oder bei den Abrissmarkierungen herrschen oder nicht. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen uns die Abrissmarkierung von dem Polrad. Das heißt, das Polrad ist immer mit der Kurbelwelle, mit dem Pleuel und natürlich auch mit dem Kolben verbunden, fest verbunden. Was so viel bedeutet, wie dass die Abrissmarkierung an dem Polrad zu unserem gewünschten Zündzeitpunkt immer an der gleichen Stelle ist. Egal, ob die Abrissmarkierung Toleranzen, Abweichungen hat, wie auch immer falsch gesetzt ist. Das ist egal, die ist trotzdem immer an der gleichen Stelle. Sofern wir denn nur eine Abrissmarkierung auf dem Polrad haben, was der Fall sein sollte. Wir machen uns jetzt also unabhängig davon und bringen jetzt eine weitere Abrissmarkierung an unserem Motor zu unserem gewünschten Zündzeitpunkt ein. Und zwar so, dass die Abrissmarkierung des Polrads und die Abrissmarkierung am Motorgehäuse zu unserem gewünschten Zündzeitpunkt übereinstimmen. Das machen wir jetzt mal. Und danach überprüfen wir das mit Hilfe unserer Zündlichtpistole. Das erkläre ich aber gleich. Ich habe jetzt eine Abrissmarkierung bzw. eine Markierung an unserem Motorgehäuse angebracht. Natürlich ist auch das nicht genau und hier entstehen natürlich auch Abweichungen. Aber es ist eine Möglichkeit, um wirklich nochmal zu überprüfen, ob unsere Zündung vernünftig eingestellt ist. Bevor wir aber den Motor anmachen, erkläre ich nochmal ganz kurz die Zündlichtpistole. Ja, eine Zündlichtpistole ist quasi eine Stroboskoplampe, die genau immer dann ein Lichtblitz erzeugt, wenn die Zündung zündet. Diesen Impuls nimmt sie mittels diesem Abnehmer, den man auf das Zündkabel einfach draufklemmt. Dabei muss man darauf achten, dass nicht alle, aber manche Zündlichtlampen haben einen Pfeil. Dieser Pfeil muss in Richtung der Zündkerze zeigen. Diese beiden Klemmen kommen einfach an die 12-Volt-Batterie des jeweiligen Fahrzeuges oder, wenn man da gerade nicht herankommt, an eine externe. Und dann blinkt diese oder blitzt diese Lampe immer genau dann auf, wenn die Zündung zündet. Eingestellt wird mit leicht erhöhter Motordrehzahl. Für die Kamera sehr schlecht sichtbar, deswegen habe ich nachträglich Markierungen hinzugefügt. Man kann sehr gut erkennen, dass alle drei Markierungen gut fluchten. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen sehen. Ich bin da mal mit dem Schraubenzieher ein bisschen rangegangen. Und ich würde sagen, so können wir das sogar schon lassen. Und man hat auch gesehen, dass die Zündung, also ihr habt es wahrscheinlich nicht so gut gesehen, aber ich habe es gesehen, dass bei dieser Wabezündung die beiden Abrissmarkierungen von Polrad und von Grundplatte sehr genau übereinstimmten. Was so viel bedeutet, wie das ist, zumindest bei meiner Wabezündung nicht nötig ist, die Zündung abzublitzen, weil die Abrissmarkierungen schon ziemlich gut sitzen. Ja, das war jetzt ein relativ kurzes Video-Thema.
oder was ich euch damit eigentlich nur vermitteln wollte, ist, warum manchmal empfohlen wird, Zündungen abzublitzen, mit welchem Grund. Und das hoffe ich mal, dass ich euch das so vermitteln konnte. Wir haben jetzt bei mir festgestellt, dass es nicht nötig ist, meine Zündung abzublitzen, weil die beiden Abrissmarkierungen sehr gut übereinander übereinstimmen. Bei anderen Zündungen kann das aber anders aussehen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie es geht. Es ist nicht viel Arbeit. Und ja, ich würde sagen, kurzes Video, kurze Verabschiedung. Also bis zum nächsten Video. Ciao.